Hallo, wir wollen heute ein Video über Zecken machen. Hilf. Die Lisa hat nämlich furchtbare Angst vor Zecken. Ihr auch? Wir klären das nach dem Intro. DocPod, der Podcast, der Leben retten kann. Lisa, what is the matter? Jetzt kommst du mit dem Zeckenthema an. Ja. Du hast hier so eine coole Karte mitgebracht. Ja. Also hier unten sind die Gebiete, die besonders im Frühjahr oder in den ab 8 Grad ein hohes Zeckenrisiko haben. Ab 8 Grad? Ja. Das heißt, die globale Erwärmung spielt uns nicht wirklich in die Karten. Nee. Das heißt, es wie blöd. Gibt es quasi schon ab Januar, ab Februar, also im Dezember. Das ganze Jahr durch. Ja. Ja, Lisa, wenn du jetzt irgendwie so viele Sorgen, also jetzt um das mal fachlich nochmal zu machen, ich halte das mal hübsch in die Kamera. Da, wie ihr seht, ist das Zeckenrisiko besonders erhöht und wir erzählen euch das nicht, weil die Lisa so furchtbar Angst davor hat und wir euch jetzt von Lisas neurotischen Ängsten erzählen wollen, sondern weil Zecken eklig sind. 4 Krankheiten übertragen können. Ja. Also ich muss sagen, als ich darüber recherchiert habe, wie ihr wisst, ich informiere mich ja über jedes Video, was wir drehen, damit ich ein bisschen Durchblick habe, damit ich dumm dastehe. Wenn wir dann jetzt im Schnitt ein Tada reinmachen könnten, wäre das super. Genau. Wollen wir mal strukturiert abgehen. Was sind Zecken? Warum sind die, ich zitiere eine geschätzte Kollegin von mir, einfach nur eklig. Und was kann man dagegen tun? Ja. Also, Zecken kommen eigentlich das ganze Jahr vor und sind eigentlich auch nur arme Lebewesen, die draußen vor sich hin kräuchen wollen. Tatsache ist, sie leben auf Blättern, auf Sträuchern, auf Bäumen, überall da, wo es schön grün ist und schön kühl, weil 8 Grad ist jetzt nicht besonders warm und ganz große Hitze finden sie auch nicht so super. Mhm. Und im Gegensatz zu vielen medizinischen Mythen können die Viecher, und das ist schon mal gut, sich nicht vom Baum fallen lassen und auf unserem Kopf landen. Sondern Zecken holt man sich, indem man praktisch mit unabgedeckten Gliedmaßen oder was auch immer an Gräsern, Bäumen und so weiter und so fort entlang streift. Und dann haken die sich fest und dann fressen die aber nicht sofort. Oh. Sondern die gucken erst, wo gibt es eine schöne Stelle. Und dann fangen die an zu fressen. Und der Fressvorgang, so mit Haaren bedeckt oder so, wo sie nicht so auffallen. Ja, die wissen ja auch, direkt am Unterarm wird man sie relativ zügig wieder entfernen. Okay. So. Naja, und dann fangen die an zu fressen. Und dieser Fressvorgang, der kann viele Stunden, manchmal Tage dauern. Das ist ganz interessant. Wenn die völlig vollgesogen sind mit Blut, dann sind die ja tatsächlich sind die ja so richtig dick und so richtig schwarze, dicke, du weißt, was ich meine, ne? Und das machen die also wirklich über Tage, saugen die sich mit Blut voll und das ist alles nicht so schlimm. Das Blut können wir entbehren, das ist ja nicht so besonders viel. Ja. Das Problem ist aber, die führen natürlich irgendwie einen Körperteil von sich, also die Fress- und Saugwerkzeuge in unseren Körper ein und wenn es nur so ein bisschen in die Haut rein ist und da können Krankheitserreger dran sein. Du machst es immer schlimmer. So. Und da gibt es 4 Stück. Mhm. Und man kann sich da schützen, aber nicht gegen alle. Okay. Prinzipiell kann jeder Stich eines Insektes oder irgendwie eines Tieres, was die Hautbarriere durchbricht, zu ganz einer generellen Unterhautinfektion mit Bakterien führen. Das nennt sich Erysipel und das ist nicht zeckentypisch. Okay. Dann wäre da der Tetanus, auch nicht zeckentypisch und da sind wir ja alle geimpft, hoffe ich, der Wundstarrkrampf, sodass das jetzt auch nichts sehr Typisches ist. Ne? Was für die Zecke typisch ist, ist die Borreliose und die FSME. Okay. Weißt du, was das heißt? Nee. Nicht. Die FSME ist die Frühsommer-Meningoenzephalitis. Das ist nämlich die Hirnhautentzündung, die man durch Zecken bekommen kann. Und das ist so wichtig, weil dagegen kann man sich nämlich
mittels einer Impfung schützen. Und diese Gebiete, die du hier zeigst, sind auch die Risikogebiete für FSME. Das heißt, wir leben hier, auch im Bayerischen Wald und in Tschechien und auch hier bei uns in Franken, leben wir in einem FSME-Risikogebiet. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass so eine Zecke tatsächlich diesen Erreger auf oder in sich trägt und ihn damit als Wirt praktisch, weil die haben keine Hirnhäute und ihn damit auf uns überträgt, was dann bei uns zu einer Hirnhautentzündung führen kann, diese Wahrscheinlichkeit ist bei uns in der Gegend relativ hoch. Okay. Und die FSME ist auch eine sehr unschöne Erkrankung, also eine Hirnhautentzündung. Enzephalitis bedeutet dann noch Hirnentzündung, also Frühsommer. Hirnentzündung, kann auch zum Tode, zur Behinderung oder zu schwersten Folgeschäden führen. Deswegen ist die mit der FSME tatsächlich nicht zu spaßen. Okay. Wie du sagtest, gibt es eine Impfung? Wo kann man die sich holen? Beim Hausarzt. Beim Hausarzt. Bietet jeder an, sollte man, kann man immer machen. Mhm. Ja, natürlich macht es Sinn, die Zecken sind sehr aktiv im Frühjahr oder im Herbst und dann macht es natürlich Sinn, diese Impfung vorher zu machen, bevor man eben auch in die Natur geht. Wie gesagt, du hast die 8-Grad-Grenze genannt und aber man kann sie jederzeit machen. Ja, die Auffrischung sollte nach 3 Jahren geschehen. Mhm. Ne? Muss man sich dann vom Arzt individuell noch beraten lassen und genau, aber das ist eigentlich eine echt wichtige Impfung. Und dann gibt es noch die Borreliose. Das ist eine bakterielle Infektion, gegen die man sich nicht impfen kann. Und die immer mal so zur Modekrankheit avanciert. Da wird irgendwie ganz viel Borreliose diagnostiziert und hat dann, also da hat dann jede Gelenkbeschwerden und alles, was man irgendwie hat, ist dann plötzlich Borreliose. So richtig klar, welche Signifikanz, also welche Bedeutung diese Erkrankung für uns hat, das ist noch nicht so richtig klar. Man kann die relativ leicht mit einem Antibiotikum behandeln, was man über 3 Wochen nehmen muss. Mhm. Aber die Diagnose ist relativ schwierig. Also man kann nicht einfach einen Blutborreliose-Test machen, der kann positiv oder negativ sein. Der sagt, dass ich irgendwann mal mit dieser Krankheit in Verbindung gekommen bin. Der sagt aber noch lange nichts darüber aus, ob die Probleme, die ich jetzt aktuell habe, ja, die ja sehr unspezifisch sind bei einer Borreliose, tatsächlich was mit der Borreliose zu tun haben. Insofern ist das so ein bisschen eine schwierige Geschichte. Ist vielleicht auch nochmal ein extra Video wert. Okay. Wie schauen denn die Symptome jetzt aus, wenn ich jetzt gestochen wurde? Naja, Symptome von einem Zeckenstich per se gibt es nicht, ne? Sondern ich habe gesagt, es gibt diese 4 Krankheiten, 4 möglichen. Und ich gehe mal davon aus, du möchtest die Symptome der FSME wissen, also dieser Hirnhautentzündung. Ja. Das sind eben Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, oft so auch so eine Lichtscheue, also eigentlich so klassische Symptome der Hirnhautentzündung. Im schlimmsten Fall dann Fieber und dann eine Eintrübung des Bewusstseins irgendwann bis zum Tod. Okay. Muss aber nicht sein. Gut. Also es sind auch grippeähnliche Symptome. Ja, damit fängt es an, genau. Okay. Das kann ganz mild verlaufen, aber die Meningitis an sich verläuft in der Regel klinisch schon sehr eindrucksvoll. Okay. Nochmal zurück auf FSME. Wenn mich jetzt eine Zecke gestochen hat und ich habe es nicht bemerkt, sie fällt ab. Die fällt ja dann irgendwann ab, oder? Meistens. Hoffe ich. Wie kann ich denn jetzt erkennen, dass mich eine Zecke überhaupt gestochen hat, oder? Na, wenn sie weg ist, gar nicht. Du kannst sie halt, wenn du sie siehst, solltest du sie entfernen, beziehungsweise entfernen lassen. Der Mythos des Zeckenrausdrehens ist gefährlich, das sollte man nicht tun, sondern man sollte sie ordentlich mit einer Pinzette oder mit einer Zeckenzange, die ja im Grunde genommen auch eine billige Pinzette ist, sollte man sie ordentlich fassen und rausziehen und im Zweifel sollte man es dem Arzt überlassen. Okay, also wenn man sie rauszieht, dann auf jeden Fall am Kopf, habe ich mal gehört, genau, oder? Man also sollte nicht an diesen Blutsack da hinten. Der heißt Körper. Ist mir egal, Blutsack. Genau, damit eben, und man sollte vorher kein Öl oder irgendwas drauf träufeln, damit die Zecke das, ja, wenn sie mit Öl beträufelt wird. Ich habe letztens irgendwo gelesen, dass irgendjemand Klebstoff da drauf gemacht hat. Das ist eine super Idee. Dann stirbt der Körper der Zecke in der eigenen Haut und da wird halt alles da rein geschüttet, was nicht da rein gehört. Also, ja. Ist natürlich keine super Idee, sondern eine schlechte Idee. Ja. Was mache ich jetzt, wenn ich es rausgezogen habe? Sollte ich dann draufschauen,
was dann passiert oder soll ich es so lassen, soll ich zum Arzt gehen? Was nicht zwangsläufig, also man kann das desinfizieren, klar. Und dann muss man gucken, zum Arzt gehen muss man eigentlich nur, wenn sich irgendwelche Rötungen oder Entzündungen bilden. Ganz klassisch ist da eben das Erythema migrans. Das ist so eine Hautrötung, die außen rot ist und innen so ein nicht rotes Areal ausspart. Okay, ne? Also wie so ein roter Kreis. Dann. Genau. Okay. Der kommt aber nur in 40% der Fälle am Ort des Zeckenstichs vor, sonst kann der überall vorkommen. Mhm. Insofern macht es das auch irgendwie nicht so einfach. Das wäre charakteristisch für so eine Borreliose. Ne? Okay. Wichtig ist mir aber noch zu erwähnen, dass man eben sagt, okay, die Prophylaxe ist wichtig. Also wenn man in die Natur geht, macht es durchaus Sinn, lange Hosen anzuziehen, sich nach dem Gang in die Natur abzusuchen, vielleicht auch den Partner zu bitten, einen selber abzusuchen, weil die Zeit, die die Zecke in deinem Körper verbringt, auch wenn sie nur zum Teil drin steckt, ist direkt proportional mit der Wahrscheinlichkeit, dass du dich an einer dieser Krankheiten ansteckst. Das heißt, wenn man sie früh rausnimmt, man sagt so als 24 Stunden ist so eine Grenze, ist die Wahrscheinlichkeit doch relativ gering, zumindest sich an Borreliose zu infizieren. Okay. Es kann ja auch sein, dass man, wenn man den Partner oder sich selber absucht, dass die Zecke vielleicht noch nicht ihren Platz gefunden hat und man sie unterschmeißen kann quasi. Man sucht ja auch seinen Hund ab. Ja, das wäre auch super. So viel zum Thema Zecken. Habt ihr irgendwelche Erfahrungen gemacht mit Zecken? Wollt ihr, dass wir vielleicht mal was über Borreliose machen? Dann schreibt es uns in die Kommentare. Und ansonsten passt einfach ein bisschen auf, wenn ihr in die Natur geht. Ich sage ja immer, Natur ist böse. Und geht lieber nicht in die Natur. Doch, geht in die Natur. Und bleibt gesund. Genau, wir sehen uns.